So, meine lieben Freunde von YouTube, genau. Da bin ich mal wieder. Es ist schon sehr dunkel. Hab mich entschlossen, mit meiner Tochter ihren Problemroller anzunehmen. Dieses Drecksding will nicht mehr laufen. Ist vor ein paar Tagen unterwegs gewesen und ja, wollte kein Gas mehr geben. Stand die Arme an der Kreuzung und kam nicht mehr von der Kreuzung weg. Meine Fresse. Ja, jetzt haben wir hier Vergaser ausgebaut. Die Unterdruck-Beschleunigungsmembrane, die haben wir schon gereinigt. Die ist auch noch in Ordnung. Allerdings der Schieber selber, der hakt ein bisschen. Und ja, der Kaltlaufregler, das Kabel schon ab. Da war eine Litze schon weg. Also nahezu, da war nur noch eine dran. Eine Litze von, weiß ich nicht, 30 oder so. Und ja, ich weiß nicht, ob der funktioniert. Ich kriege den noch gar nicht mehr abgeschraubt. Wir haben jetzt die Faxen dicke mit dem Roller hier. Jetzt müssen wir einen neuen Vergaser kaufen. Kostenpunkt, keine Ahnung. Kurz in die Hosentasche, Ärmel raus und fertig. Ja. Und ja, der ist der Rex RS 450 Street. 45 km/h-Version. Batterie ist auch kacke, war nur eine 3-Ampere-Batterie drinne, weiß ich nicht, den haben wir vor einem halben Jahr mal gekauft. Angemeldet ist er schon, wir hatten schon gute Reisen hinter uns mit dem Ding hier, die übrigens auch jetzt perfekt läuft. Hat auch eine neue Ölpumpe bekommen, einen neuen Vergaser mit einer schönen dicken Hauptdüse. Original ist in der neuen Vergaser eine 56er Hauptdüse drin, jetzt ist eine 72er drinne. Es wird, davon werden noch viele Videos kommen. Jetzt zu dieser Sache wieder hier. Jetzt haben wir natürlich ja, das ein oder anderes getestet. Den Unterdruck-Benzinhahn auf Funktion getestet. Und der öffnet und schließt. Das ist alles in Ordnung. Und ja, den Benzinfilter hier, den werden wir noch austauschen. Der sieht so ranzig aus und ja, damit der mir nachher nicht irgendwelche Düsen zumacht, von der Schwimmerkammer oder sonstige Düsen, machen wir direkt einen neuen. Also das ist ja ein komplettes Kit, was man bei eBay kaufen kann. Und dann, ja, kriegen wir den wieder hin. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann mal richtig schöne Touren hinkriegen. Und, jo, genau, so sieht das aus. Haha, ha, da bist du. Ja. Gut, so sieht das aus. Einmal drehen so, damit man weiß, mit wem man zu tun hat. So, jawohl, ja. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ja.